Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pressevertreter, ich darf Sie recht herzlich hier im Presseraum der MDCC Arena begrüßen nach dem 24. Spieltag des 1. FC Magdeburg. Hier gegen Preußen Münster entstand 3:1 vor über 15.100 Fans. Die Partie wurde präsentiert von F-Glas GmbH. Genau, und wie gewohnt überlassen wir zunächst die Spielanalyse dem Gästetrainer Marco Antwerpen. Ihr Wort bitte. Ja, ich denke erstmal, wenn man die Anfangsphase sieht, wie wir mutig aufgetreten sind, das war schon ein guter Auftritt, glaube ich, gerade zu Beginn. Gehen dann auch 1-0 in Führung. Das hat uns nochmal Auftrieb gegeben, waren dann, glaube ich, auch oder hatten, glaube ich, danach noch eine weitere Chance über einen Philipp Hoffmann, wo der Torwart nochmal von Magdeburg sehr, sehr gut hält. Hatte eigentlich da auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir richtig drin waren in der Partie und war auch noch so die eine oder andere Konterchance, die wir hätten besser ausspielen können. Ja, und dann letztendlich über einen eigenen Fehler sind wir dann halt so ein bisschen gestolpert, dass wir den Ball dann nicht vernünftig geklärt bekommen. Magdeburg das ausnutzt. Ja, und das war mehr oder weniger so ein bisschen der Türöffner dann in dem Spiel für Magdeburg. Nutzen das dann brutal aus, dann die Euphorie mit den Zuschauern dabei, genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten. Das war dann, glaube ich, alles mit dabei und kriegen dann über eine Standardsituation noch das 2:1. Eigentlich für uns auch mittlerweile ungewöhnlich, weil wir da eigentlich sehr, sehr gut verteidigen. Ja, und das war dann natürlich schon eine schwierige Situation. Dann kriegst du das Tempo nicht so aus dem Spiel raus, wie wir das eigentlich vorgehabt hatten. Bekommen das 3:1 dann noch und dann war es dann für uns natürlich auch schon sehr, sehr schwierig. Da mussten wir uns erstmal sammeln, auch in der Kabine erstmal sammeln, dass es wieder vernünftig angehen. Ja, zweite Halbzeit, glaube ich, kommen wir ganz gut raus. Haben auch, glaube ich, da wieder die große Torchance über den, Tobias Rühle. 3:2 wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant geworden, wenn wir das gemacht hätten. Auch da sind wir am Torwart hängen geblieben. Insgesamt fand ich es einen guten Auftritt von uns, mutig gespielt, aber letztendlich, glaube ich, haben wir uns wahrscheinlich selber geschlagen. Das wäre, glaube ich, so, was ich so zu dem Spiel sagen kann. Was mir aber auch bewusst war, wir haben ja beim Tabellenzweiten gespielt, ja, und der aktuell in der Krise sein soll, dass eine Saison, glaube ich, nicht die ganze Zeit geradeaus geht und immer nur nach oben. Das ist, glaube ich, selbstverständlich und kann dem Jens da nur sagen, macht da einen riesen Job jetzt schon wieder in dieser Saison und wie gesagt, also im Verlauf einer Saison geht es halt nicht immer nur die ganze Zeit nach oben, sondern da muss man sich manchmal ein bisschen neu justieren. Das haben sie heute, glaube ich, gemacht und ja, das war dann hinter schon auch eine gewisse Power, die da auf uns zugekommen ist und dem waren wir halt in der ersten Halbzeit dann für eine gewisse Zeit nicht mehr gewachsen und da haben wir das Spiel verloren. Vielen Dank. Danke, Herrn Werben. Jens Herter, bitte. Ja, also ich kann dann natürlich in weiten Teilen folgen. Ich fand trotzdem, dass wir sind nicht so schlecht reingekommen, aber Münster natürlich mit den 3 Siegen im Rücken sehr selbstbewusst aufgetreten, dann auch versucht, dann eben das auf schwierigen Untergrund dann eben doch immer wieder fußballerisch zu lösen. Hat man nicht ganz so viel Zugriff, trotzdem ist halt nicht ganz so viel passiert bis zu dem Standard und den haben wir natürlich auch nicht gut verteidigt. Da müssen wir dann natürlich dranbleiben. Auch wenn du verlierst mal ein Kopfballduell und da dürfen dann nicht 2 Leute blank stehen und dann war eine Situation, dann hat man natürlich schon in der Mannschaft angemerkt, dass da die negativen Erlebnisse schon noch in Kleidern hingen und da waren noch ein, zwei Situationen, Umschaltsituationen, wo wir ganz schlecht sortiert waren, wo wir ein bisschen Glück hatten, dass Münster da nicht nochmal zuschlägt und das zweite Tor macht. Und mit dem Fehler, den wir dann ausnutzen und den Ausgleich machen, da ist so ein richtiger Punch natürlich in die Mannschaft gekommen. Da haben sie gemerkt, okay, das geht. Den Aufwand, den wir betreiben, auch in diesem Spiel, der ist nicht umsonst. Und ja, mit ein bisschen breiter Brust und dann dem Standardtor, das gehört halt dazu. Wir waren auch mal wieder dran, einen Standard zu machen. Waren wir dann halt richtig gut drin und haben dann das dritte nachgelegt und hatten dann eigentlich auch im Laufe des Spiels regelmäßig eigentlich auch Möglichkeiten auf ein viertes Tor. Das ist uns leider nicht gelungen. Wäre es ein bisschen ruhiger gewesen, ansonsten wussten wir schon, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass Münster das ja letzte Woche in Bremen erst gezeigt hat, dass sie auch 2 Tore Rückstand in der Lage sind zu drehen. Und da war es halt wichtig, nicht den Anschluss zu kriegen. Also für euch wäre es interessant gewesen mit dem Anschluss, das kann ich verstehen, aber für uns war es sehr, sehr gut, dass der nicht gekommen ist, weil dann wäre natürlich schon das Kopfkino wieder losgegangen und es wäre ein noch schwierigeres Spiel gewesen, als es dann am Ende schon war. Aber insgesamt muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat das umgesetzt, was wir wollten. Dass wir hier nicht ganz klar Sahnefußball spielen nach so einer Phase, das war uns bewusst. Aber wir haben dann unseren Fußball dann auf den Platz gebracht mit viel Leidenschaft und Wucht und auch mit viel Energie.
Und wenn die Mannschaft dann so alles gibt, dann sind sie auch in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und da sind wir auch in der Lage, weitere Spiele zu gewinnen. Für uns war es heute wichtig, ein Stoppzeichen zu setzen. Wir haben auch, ich glaube, seit über anderthalb Jahren mal wieder einen Rückstand gedreht. Das ist uns nicht so oft gelungen. Und das ist eben doppelt so schön. Spiel gewonnen, Rückstand gedreht. Also so zwei Serien auch ein bisschen gestoppt. Und jetzt schnaufen wir durch und nächste Woche in Bremen geht es schon wieder weiter. Und Münster natürlich viel Erfolg. Die werden schon auch so, wenn sie so spielen, wie sie das jetzt gemacht haben, auch unter Marco, haben sie schon, das ist eine ganz andere Handschrift, eine ganz andere Energie auf dem Platz. Und da muss man dann auch erstmal gegenhalten. Und das haben sie ja jetzt in der Rückrunde schon eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Lage sind, dann jeder Mannschaft auch Probleme zu bereiten. Danke unserem Cheftrainer. Dann kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Pressevertreter. Der Uli Behrens beginnt. Herr Hertel, Glückwunsch erstmal. Und Frage, Nico Hamann, ist der noch verletzt oder war, ist er aus irgendwelchen anderen Gründen nicht berücksichtigt worden? Erste Frage. Und zweite Frage, haben Sie ihn vermisst in dem Spiel? Ja, also Nico hat ja sonst immer alle Spiele gemacht. Er hatte natürlich jetzt eine schwierige Woche, weil er ein schwieriges Spiel hatte und die hingen ihn schon ein bisschen im Kleidern. Und ich denke, Nico ist auch nicht der typische Einwechsler. So haben wir uns eben entschieden, ihm einfach auch für das Wochenende eine Pause zu geben. Einfach mal komplett auch vom Kopf her ein bisschen runterzufahren, sich neu zu justieren. Und dann schauen wir, wie er in der nächsten Woche dann natürlich auftritt. Und klar, bei Standards ist es ein Spieler, der uns fehlt, weil er schon auch mit die beste Schusstechnik bei uns in der Mannschaft hat. Aber das Mannschaftssport geht ums Mannschaftsergebnis. Und wenn man dann halt auch mal eine schwierige Phase hat, muss man es halt auch mal akzeptieren, dass man mal nicht im Kader ist. Weitere Fragen? Nochmal Herr Behrens. An Herrn Antwerpen. Grimaldi und Kubilanski haben Sie relativ spät reingesetzt, meine Kollegen in diesem Bereich. Die haben gesagt, sind tatsächlich die gefährlichsten Stürmer bei Ihnen mit. Ich habe mich darüber gewundert. Denn die hätten vielleicht doch noch das Spiel drehen können, oder? Ja, wir haben sie ja gebracht, haben das Spiel ja auch nicht gedreht. Also wir haben uns dazu entschlossen, ohne die beiden jetzt erstmal anzufangen, weil wir in den vergangenen Heimspielen, in den vergangenen Auswärtsspielen jeweils auch im Rückstand lagen. Da standen sie jeweils auf dem Platz und wir haben uns halt heute überlegt, einen anderen Plan zu gehen. Und wenn man die Anfangsphase sieht, waren wir da jetzt nicht auf so einem schlechten Weg. Gut, es gibt keine weiteren Handzeichen. Dann vielen Dank an dieser Stelle unseren Gästen eine gute Heimreise. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Wir sehen uns Anfang März wieder hier im Ostduell gegen den FSV Zwickau. Ein schönes Wochenende unseren Gästen.